Hallo und herzlich willkommen zurück hier heute wieder bei Let's Play Elektronik. Wir machen heute weiter mit Kondensatoren. Ich habe jetzt hier auch mal ein kleineres Teil, damit man auch mal was in der Kamera sieht, wenn ich es in die Kamera halte. Wir machen heute weiter mit Kondensatoren. Und zwar behandeln wir die Grundschaltungen von Kondensatoren, sprich Parallelschaltung und Reihenschaltung, und schauen uns einfach mal an, was passiert, wenn man Kondensatoren eben parallel oder in Reihe schaltet. Dazu geht es heute mal ein bisschen mit dem Ostsee zur Sache, dass man auch mal ein Ostsee mitkriegt, dass man mal sehen kann, was ein Ostsee so macht. Ich möchte mich vorneweg noch vom Let's Play bei allen treuen Zuschauern bisher bedanken. Es freut mich wahnsinnig. Ich werde nämlich auch regelmäßig gefragt, von wegen, oh, machst du das schon weiter? Es gucken doch so wenig Leute nur zu und so. Ganz im Gegenteil, ich freue mich wahnsinnig und möchte mich deswegen auch noch mal ganz explizit bedanken. Es ist echt genial. Jedes Video wird jetzt so in der Woche 50 bis 100 Mal angeguckt. Und vor allem gibt es ganz, ganz viele Daumen nach oben bei den Videos und das freut mich wahnsinnig. Und deswegen mache ich natürlich auch hier gerne weiter. Und keine Angst, dass ich mit den Videos aufhöre. Ja, wir gehen in die Details. Bis gleich. Wir fangen mit der Parallelschaltung an. Wenn wir zwei Kondensatoren parallel zusammenschalten, bedeutet dies ja nichts anderes, als dass wir die Fläche vergrößern. In diesem Fall haben wir bei zwei gleich großen Kondensatoren die doppelte Fläche. Die Gesamtkapazität von parallel geschalteten Kondensatoren ist also immer die Summe der Einzelkapazitäten. Die Serienschaltung ist nicht ganz so einfach zu berechnen. Wenn wir Kondensatoren in Serie schalten, bedeutet dies, dass wir den Plattenabstand vergrößern. Dadurch wird die Gesamtkapazität kleiner. Der Kehrwert der Gesamtkapazität ist die Summe der Kehrwerte der Einzelkapazitäten. Wenn wir nur zwei Kondensatoren in Serie schalten, wird das einfacher. Dann kann man die Kapazität nach dieser Formel berechnen. Wenn die Kondensatoren denselben Wert haben, wird es nochmal einfacher, dann halbiert sich die Gesamtkapazität. Nun behandeln wir ein ganz interessantes Thema, die Ladekurve eines Kondensators. Wie schon mal erwähnt, ist ein Kondensator spannungsträge. Er verhindert also, dass die Spannung sofort an ihm anliegt. Wir nehmen also eine Spannungsquelle, einen Widerstand und einen Kondensator. Nun könnte man annehmen, dass die Spannung am Kondensator linear bis zur angelegten Spannung ansteigt. Das ist aber nicht richtig. Die Physik ist da anderer Meinung. Die Spannung steigt exponentiell an. Wie schnell sie das tut, kann man mit der Zeitkonstante darstellen. Die Zeitkonstante Tau ist das Produkt aus Widerstand und Kapazität. Nach einem Tau ist der Kondensator in etwa zu 2/3 geladen. Als Beispiel nehmen wir einen Widerstand mit 100 Kiloohm und einen Kondensator mit 4,7 Mikrofarad. Bei dieser Schaltung wäre der Kondensator also nach ca. 0,47 Sekunden zu 2/3 geladen. Das war's auch schon mit der trockenen Theorie zu den Kondensatoren. Nächste Woche geht es dann mit den versprochenen Ostseebildern weiter, um das Ganze mit ein wenig Praxis zu untermalen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis nächste Woche!